So, wir sind hier an der ETH Zürich, genauer gesagt on top of ETH, auf dem Dach des Hauptgebäudes. Die Kuppel ist hinter uns und ich begrüße heute Herrn Professor Niklaus Wirth, Professor für Informatik, emeritierter Professor, seit 22 Jahren schon emeritiert, der auf eine lange Zeit zurückblicken kann, auf die Anfänge der Informatik, die er begleitet hat, aber nicht nur begleitet hat, sondern ganz stark mitgestaltet hat. Insofern freue ich mich, Herr Wirth, begrüße Sie zu diesem Gespräch und bin gespannt, was Sie uns berichten können und was Sie auf meine vielleicht manchmal ein bisschen provokatorischen Fragen dann auch antworten können. Vielleicht beginnen wir mit einer ersten Frage vorweg. Wenn man eine Liste machen würde mit allen Ihren Ehrenpromotionen, Doktor honoris causa, und eine zweite Liste mit den Programmiersprachen, die Sie entworfen haben und implementiert haben, welche Liste wäre die längere Liste? Ja, wahrscheinlich diejenige mit den Ehrenpromotionen. Gut. Dann schauen wir uns mal die andere Liste an. Ich zähle mit und Sie nennen mal die Programmiersprachen, die Sie entwickelt haben und implementiert haben. Was war das? Also angefangen hat es mit Euler. Euler, die erste. Ja. Und dann? Und dann Algol-W. Algol-W, zwei. Dann Pascal. Pascal, also, PL360? Ja. PL360, das ist gekoppelt mit Algol-W. Ja, das war die dritte. Ja. Dann Pascal haben Sie genannt, das wäre die vierte. Pascal, und später sind dann Modula dazu gekommen. Modula wäre 5, jetzt brauche ich die zweite Hand schon. Modula 2. Modula 2 wäre die Nummer 6. Ja, und dann Oberon. Oberon, die Nummer 7. Ja. War es das? Und ja, dann noch die Sprache Lola. Lola 8. Ja. Und damit hätten wir auch eine untere Schranke für Ihre Ehrenpromotionen. Ja? Also jawohl. Wenn, ja. Ja, gut. Ja. Aber beginnen wir vielleicht bei dieser eindrücklichen Zahl von Programmiersprachen am Anfang. Wie es überhaupt dazu kam, zu Programmiersprachen. Es heißt ja immer, dass jeder Informatiker sich mindestens eine eigene Programmiersprache ausdenkt. Bei Ihnen waren es 8. Die Frage, ob es so viele sein mussten, das werden wir dann noch klären. 8 Sprachen, ja nicht nur konzipiert, sondern auch implementiert, eine Leistung. Und viele davon wurden ja weltbekannt und genutzt bis heute sehr stark als eine besondere Leistung. Aber wieso es 8 sein mussten, das werden wir noch besprechen. Ja. Beginnen wir aber damit ganz am Anfang. Sie sind 1934 geboren, vor dem Zweiten Weltkrieg noch. Sie sind in Winterthur aufgewachsen und irgendwann ins Gymnasium gegangen. War Ihr Vater eigentlich Lehrer am gleichen Gymnasium? Ja, das stimmt. Er war Lehrer für Geologie und Geographie. Er hat immer mit Steinen zu tun gehabt und die haben mich etwas kalt gelassen. Aber Ihre Interessen damals, wenn man sich heute vorstellt, damals gab es keinen Computer, noch lange nicht. Kein Internet, kein Smartphone, keine Computerspiele. Die Jugendlichen heute mögen sich fragen, ob das nicht eine sehr langweilige Zeit war. Womit haben Sie sich als Jugendlicher außerhalb der Schulzeit die Zeit vertrieben? Ja, ich war ja ein Einzelkind und habe früh gelernt, mich mit mir selber zu beschäftigen. Und das Haus lag neben einer Bahnlinie, respektive 4 Bahnlinien. Und so war ich schon als kleiner Bub sehr begeistert von Eisenbahnen. Und ich wollte jahrelang Lokomotivführer werden. Und das hat sich dann geändert während des Zweiten Weltkriegs. Da habe ich gewechselt zu Pilot. Ich wollte Pilot werden. Wegen den Flugzeugen, die da manchmal... Ja, genau, ja. Ja. Und dann habe ich auch studiert, Bücher geschaut. Ich habe die meisten Flugzeuge gekannt.
Das war die Beschäftigung. Wenn Sie sagen Eisenbahn und dann Pilot, hatten Sie da eine elektrische Spielzeugeisenbahn oder war das nicht Ihr Hobby? Ja, das war viele Jahre lang mein Wunsch. Ich habe dann eine kleine Eisenbahn gekriegt, einmal zu Weihnachten, aber das war dann eher enttäuschend. Nein, mein wirklicher Einstieg in die Technik geschah so etwa im ersten Gymnasiumjahr in dem Modellflugzeugbau. Ein Freund, Nachbarsfreund, hat mich dort eingeführt und ich habe gelernt, Flugmodelle zu bauen und war dort auch sehr erfolgreich. In der Modellfluggruppe in Winterthur war ich beteiligt. War das da dem Segelflughafen da in der Nähe oder wo sind Sie da als hin und haben das... Nein, es hatte damals auf allen Seiten von Winterthur landwirtschaftliche Felder und auch Hügel. Und dort haben wir unsere Modelle ausprobiert. Das war aber nicht nur Segelflugzeuge. Ich habe nur Segelflugzeuge gehabt, so der kleine Uhu oder so. Das hat schon gereicht. Ja, aber Sie haben richtige, also mit Motor und Funkfernsteuerung? Ja, also die wichtigsten waren schon die Segelmodelle. Das Größte war 3,5 Meter Spannweite. Aber dann habe ich auch mit Dieselmotoren und mit Gummimotoren, Nurflügler habe ich gebaut, eine ganze Palette. Und so um 1952 wurden dann plötzlich Radiofernsteuerungen erhältlich. Und ich habe mir eine bestellt aus England. Ich war wahrscheinlich einer der ganz wenigen am Anfang in der Schweiz. Aber die haben schlecht funktioniert. Die waren sehr unzuverlässig. Das war Analogtechnik wahrscheinlich. War das schon mit Transistoren oder waren das noch Röhrengeräte? Nein, das war noch mit Röhren. Mit Röhren noch, ja. Das war das erste mit einer Gastriode. Das hat schlecht funktioniert. Und das hat mich dann gezwungen, die Materie selbst kennenzulernen. Und so bin ich in die Elektronik gerutscht, noch vor der Matura. Ja. Das heißt, Sie haben viel mit Elektronik gebastelt. Das habe ich dann auch 20 Jahre später. Ja. Aber Elektronik, das heißt ja, also das sieht man ja schon, dass Sie als Ingenieur werden wollten oder so etwas. Das war ja fast vorgezeichnet, wenn Sie Elektronik-Basteleien gemacht haben. Aber das war Analogtechnik und Röhrentechnik wahrscheinlich. Ja. Das ist, oder was haben Sie gemacht? Radiogeräte gebaut, Verstärker oder was war das? Beides. Und sogar das Ende der Linie waren zwei Fernsehapparate. Und zwar nicht aus Bausätzen, sondern ich habe die Dinge zusammengesucht in verschiedenen Fachzeitschriften. Und die haben funktioniert. Ja, das war natürlich noch primitiv gegenüber heutigen Techniken. Aber immerhin, so Größenordnung 20 Röhren hatten die auch und haben funktioniert, ja. Ja, das habe ich nie geschafft. Ich bin bei Radiogeräten, Verstärkern stehen geblieben. Aber Analogtechnik und Röhren, das bringt mich dann ja schon zu der Frage, wann wurden Sie digitalisiert, wie man vielleicht heute sagen würde? Also wann haben Sie den Übergang geschaffen oder waren die ersten Anzeichen von Digitaltechnik bei Ihnen? Nein, ich bin dann nach dem Studium, während des Studiums sofort in die Elektronik, die Analogtechnik gerutscht und in die Software. Ich habe kurz nachdem ich nach Amerika kam, 1959, habe ich mit Software angefangen. Und in die Hardware zurückgerutscht bin ich erst viel später, durch ein Sabbatical. Aber heißt das, wenn ich jetzt nochmal zurückkomme auf die Elektronik, dass Sie in den frühen Jahren mit Digitaltechnik gar nichts zu tun hatten? Gar nichts, nein. Das fing erst bei mir an, so Größenordnung 1974. Aha. 76 sogar. Ja, das heißt, Sie haben den Übergang von der
Analogtechnik. Sie haben die Digitaltechnik in praktischer Hinsicht sozusagen übersprungen und sind dann zur Software gleich gekommen. Jawohl. Ja. Aha, das ist ja interessant. Aber Sie wussten natürlich, wie ein Computer funktioniert, die Digitaltechnik, also Flipflops, die Architektur von Computern. Wo haben Sie das gelernt? Im Studium oder hinterher? Nein, das kam eigentlich erst später. Also Selbststudium. Und die Details, also selber Computer zu bauen, das kam erst Mitte der 70er Jahre, bei einem Sabbatical. Ja. Hier, also im Studium in Amerika, im Doktorat, und auch hier an der ETH bis etwa 1975 habe ich mich eigentlich ausschließlich mit Software befasst. Mhm. Computersprachen, Compiler. Ja. Wir kommen ja gleich zu Amerika, bleiben aber zunächst vielleicht noch in Zürich. Also Sie haben Elektrotechnik studiert, ja, hier an der ETH. Ja. Wie muss man sich das vorstellen? Sind Sie jeden Tag gependelt mit dem Zug von Winterthur hierher? Ja. Mit der Polybahn hochgefahren? Zu Fuß. Zu Fuß natürlich, ja. Und dann am Nachmittag wieder zurück nach Winterthur? Jawohl. Und weitergebastelt an der Elektronik? In der Tat, ja. Wir hatten relativ wenig Kontakte mit anderen Studenten, außer mit zwei auch Bastlern. Und nach dem Nachmittag sind wir eilig nach Winterthur zurück in unsere Werkstatt. Aber das Studium selbst, wenn Sie zurückdenken, war das langweilig? War das fordernd? Fiel Ihnen das leicht? Haben Sie das Gefühl gehabt, im falschen Film zu sitzen, weil Sie doch Elektrotechnik machen wollten und das war alles Mathematik? Oder was ist Ihr Gefühl, wenn Sie zurückdenken? Ja, die ersten zwei Jahre waren okay. Da haben wir natürlich die Grundlagen gelernt, Mathematik, Physik, auch etwas Chemie. Die oberen zwei Jahre, die eigentlich der Elektrotechnik gewidmet wären, die waren enttäuschend, das muss ich hier offen sagen. Es war damals noch die Zeit, wo die Elektronik eine Nebenrolle spielte. Schwachstromtechnik hat man noch gesagt. Ja. Aber das klingt ja so, ich meine, damals war doch die Elektrotechnik, also die Bevölkerung erwartet, die Elektroingenieure bauen die Kraftwerke der Schweiz, Starkstrom und Maschinen. Und genau. Da haben Sie Schwachstromtechnik studiert. Ja. War das nicht ein bisschen bemitleidenswert dann? Oder? Ja, es war interessanter, das habe ich selbst gemerkt aus der Lektüre. Ich bin tatsächlich mit meinem Vater zu einem Kollegen gefahren, nach Baden, in BBC. Und er hatte gesagt, ja, Elektrotechnik ist eine glänzende Sache, aber bitte natürlich müssen Sie auf der Starkstromseite bleiben. BBC, Industrie in der Schweiz, waren alle auf Starkstrom. Die Generatoren, die Motoren. Ja. Aber trotzdem hat Sie aber mehr den Schwachstrom aus Elektronik interessiert. Ja. Die Zukunft. Ja, ja genau. Ja. Ja. Eben Radio, Fernsehen und all diese Dinge. Ja. Und ich habe dann sogar Sender gebaut. Ja. Und ich habe einem Kollegen am Gymnasium, der ein Jahr unter mir war, habe ich einen Sender eingebaut unter der Bank in seiner Matura-Prüfung und habe zu Hause gehört und aufgezeichnet. Das war natürlich ein böser, unerlaubter Trick, den ich nur machen konnte dank meiner Fachkenntnisse. Aber es war lustig. Das habe ich von Ihnen noch nicht gehört. Ja. Und ich habe auch nicht verraten, dass wir das auch gemacht haben. Ich habe damals auch einen Sender UKW schon gebaut. Ja, genau. Ja, UKW, das ist natürlich alles illegal. Ja. Das war illegal, ja. Aber das darf man erst heute sagen. Ja. Das war im Band etwa zwischen 100 und 108 Megahertz. Ja, genau. Ja. Ich habe immer auf UKW gefunkt, habe auf Tonband die Nachrichten vom Tag zuvor aus dem Radio aufgenommen und meinem Vater dann vorgespielt. Aha. Dass er also völlig verwirrt war, dass er die gleiche Sache nochmal hört. Ja. Also solche Sachen macht man damals als
Jugendstreiche. Genau. Jetzt das Studium ging irgendwann zu Ende natürlich mit der Elektrotechnik. Und da war für Sie die Frage, was machen Sie dann beruflich? Ich habe mal gehört, Sie hätten dann ganz kurz ein paar Tage oder einen Monat als Entwicklungsingenieur irgendwo gearbeitet. Stimmt das? Ja, aber das Sie haben nicht lange ausgehalten. Ja, das war also mehr als ein paar Tage. Mindestens ein oder zwei Monate war das. Und dann habe ich also schon gemerkt, dass das nicht meine Lebensaufgabe ist. Es war auch im Januar, es war sehr mühsam mit der Bahn von Winterthur, dann mit dem Tram nach Wollishofen, am Abend wieder nach Hause. Morgen früh 7 Uhr weg, abends erst 7 Uhr zu Hause, immer Nacht. Und da habe ich gemerkt, eigentlich bin ich eher geeignet für den Lehrberuf. Mhm. Aber da war die Elektrotechnik eben die falsche Studienrichtung. Und ich habe dann durch Verwandte, durch Bekannte per Zufall gehört von einer Möglichkeit, eine Assistentenstelle zu kriegen, und zwar im Ausland. Auch mein Vater hat mir immer sehr empfohlen, gerade nach dem Studium mal ins Ausland zu gehen. Ein, zwei Jahre. Und das habe ich dann gemacht. Und so hat meine Widerwillen sozusagen, meine Fortsetzung des Studiums. Gut, das war ja zuerst in Kanada. Ja. Sie haben ja, ich habe mal gelesen, geheiratet und sofort danach mit Ehefrau auf dem Schiff. Ja. Nach Kanada, wie ein Auswanderer. Drei Tage nachher mit dem Schiff, mit dem Zug nach Le Havre und dann mit dem Schiff nach New York. Ja. Und dort hat uns ein Freund abgeholt und wir sind zusammen nach Quebec gefahren. Mhm. Das ist ganz im Norden, im eisigen Kanada. Da war es aber noch kälter, ich wollte gerade sagen, als in Zürich. Ja, das war ein ziemlich hartes Jahr. Mhm. Und im Winter haben sie zwei, drei Wochen minus 20 Grad. Also über Kanada sprechen wir dann nicht lange. Das war ja nur ein Jahr. Ja. Aber Sie haben ja dort den ersten Computer gesehen oder berührt oder programmiert. Das müssen Sie vielleicht doch kurz erzählen. Ja, ich eben mit der Absicht, vielleicht doch noch eine Lehrtätigkeit möglich zu machen, habe ich dann auch zwei Vorlesungen belegt. Eine in numerischer Mathematik und eine in Physik. Mhm. Und mit der numerischen Mathematik waren dann Übungen an einem Computer vorgesehen. Aber jedes Mal, wenn eine Übung beendet war, war der Computer wieder in den Händen der Techniker. Das war noch eben die alte Röhrentechnik, da waren die Computer sehr unzuverlässig. Das war so ein ALWAC-Computer. ALWAC 3E, jawohl. Ja. Aber den muss man doch hexadezimal programmieren, da gab es keine Programmiersprache, oder? Ja, das war hexadezimal, genau, ohne Programmiersprache. Code. Aber über Programmiersprachen reden wir ja gleich ausführlicher. Ja, Sie kannten das noch nicht, Sie hatten das nicht vermisst, eine Programmiersprache. Ja, das hat man nicht gekannt. Ja. 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 Aber Sie hatten doch in Zürich schon mal eine Vorlesung bei Speiser gehört. Ja. Kam da nicht schon, da kam keine Programmiersprache. Nein. Allgäu war doch also eine Zürcher. Fast Erfindung, ja, also Gutishauser hat das ja. Meine Studienzeit war 54 bis 58 und Algol kam ja erst 1960. Ja. Das heißt, Programmiersprachen gab es nicht in der Vorlesung von Speiser? Nein, nein. Ja. Das war eine Vorlesung über Digitaltechnik, über Flipflops und solche Dinge. Ja. Und in Kanada, dieser ALWAC-Computer, das war für Sie dann halt normal, dass man den mit hexadezimalen Lochschreifen oder Lochkarten... Ja, das war auch neu, aber mühsam vor allem, mühsam. Aber Sie kannten ja nichts anderes, also Sie haben das dann nicht vermisst. Ja. Genau, ja. Aber also ein Computer benutzen wollen, der nie funktioniert hat, weil er meistens kaputt war,
Sie haben nicht ein Programm ans Laufen bekommen, stimmt das? Nein, wir haben keine Übungen fertig gekriegt, nichts. Die Vorlesung war eigentlich in diesem Sinn ein Desaster. Aber es hat doch mein Interesse an Computern neu belebt. Irgendwie waren diese Dinge ja schon etwas Faszinierendes. Und so ging ich dann nachher nach Berkeley nach einem Jahr mit der Absicht zu lernen, wie man Computer baut. Sie haben Ihr letztes Geld zusammengekratzt und sind nach San Francisco geflogen, ja? Ja. Und dann Berkeley, da war dann Sonnenschein und... Ja, das war eine Wohltat. Wirklich, jeden Aber Tag so. Berkeley, also da waren Sie ja einige Jahre. Sie haben dort dann auch promoviert, Ihren Doktor gemacht. Richtig. Berkeley kenne ich selbst auch gut. Wie haben Sie denn da gewohnt, in Nähe vom Campus? Sind Sie mit dem Velo da immer hingefahren oder wie haben Sie das in Berkeley gemacht? Wir haben eine Wohnung gefunden, ganz in der Nähe des Campus. Da konnte ich zu Fuß hingehen. Ja, gut. Ja. Auf der Anhöhe. Ich erinnere mich noch, mein Arbeitsplatz war in einer Veranda mit Blick direkt auf Golden Gate. Ja, ja. Ja, das war ganz fantastisch. Nein, die Berkeley-Tage, die waren ein Höhepunkt. Das ist sicher. Das heißt, Sie haben da schon in der Anhöhe gewohnt, diesen Hills. Ja. Wunderschön, ja, wunderschön, ja. Und dann Berkeley, wie war da Ihre Erfahrung? Also rein, haben Sie sich schnell eigentlich an Amerika und an die Kultur dort gewöhnt und an das Englische und an das vielleicht etwas pragmatische, oberflächliche. Aber also wie sind Sie mit der amerikanischen Kultur? War das ein Schock oder war das für Sie leicht verdaulich und Sie sind einfach hineingewachsen? Ich erinnere mich kaum mehr. Also ein Schock war es schon gar nicht. Nein, wir haben uns sehr rasch eingefühlt. Und gerade nach, Entschuldigung, wenn ich sage, nach der grauen ETA und dem kalten Quebec, war das eine Wohltat. Ja. Man hat dort viel mehr Kontakt gekriegt mit Mitstudenten aus der ganzen Welt, mit Professoren. Es war alles etwas lockerer. Aber ich muss gerade hinzufügen, es war ein Schock am Anfang, weil ich gedacht hatte, ja, mit dem ETH-Diplom, das weltweit bekannt ist, und mit einem Master's-Degree, da kriege ich ohnehin alles gleich hin. Und das war eine Riesentäuschung. Das Erste, was ich erfahren musste, dass ich zuerst Qualifying Exams bestreiten muss und später dann die Zulassung und Zulassungsprüfung, Qualifying Exams und dann die Doktorarbeit. Also noch eine lange Zeit. Das heißt, Sie haben noch mal richtig studiert und Sachen gelernt? Ja. Ich habe eigentlich dort richtig gelernt zu studieren und zu lernen. Ja. Aber jetzt kommen wir zu den Computern. Ja. Also wie war das in Berkeley? Da war ja als erstes, glaube ich, so eine Bendix G15 von Husky. Hatten Sie eigentlich, war Husky Ihr Doktorvater? Haben Sie mit dem auch zusammengearbeitet oder war das nur pro forma? Und Sie haben da war nicht viel Kontakt vorhanden. Ja. Ich war zuerst, einem Informationstheoretiker zugeordnet. Aha. Und habe dann aber bald gemerkt, dass das Ganze nicht mein Metier ist. Viel zu abstrakt. Das ist Theorie und nicht Ingenieurwissenschaft. Und dann habe ich aber gehört, nach ein paar Monaten, dass da eine Assistentenstelle frei ist bei Husky. Und habe dann wechseln können. Und eben dieser Bendix-Computer war da. Ich habe natürlich auch am Rechenzentrum gelernt, Vortrag. Die IBM-Maschinen damals, ja. Ja, ja. Und so bin ich dann in diese Sparte hineingerutscht. Wie muss man sich das Programmieren vorstellen? Wie haben Sie das selbst gemacht? Haben Sie die Bendix benutzt über diese TTY, über den Fernschreiber? Ja, ja. Und die IBM-Maschinen über Lochkarten oder wie haben Sie die programmiert? Lochkarten, ja.
Sie haben also dann wirklich an so einer Lochkartenmaschine gesessen, natürlich, also IBM 029 oder irgendwas, und Lochkarten produziert. Ja, ja. Und das dann im Batchbetrieb abgegeben. Ja, und die ersten auch die ersten kleinen Programme, nachher größere Programme, Compiler, die hat man auf Lochkarten gestanzt. Ja. Und jetzt wäre das für mich ja spannend. Jetzt kommen Sie in Kontakt nicht nur mit Computern, sondern auch mit Software und mit Programmiersprachen und Compilern. Und das Stichwort ist NELJAC. Ja. Und das müssen Sie jetzt uns erzählen. Was war NELJAC und was haben Sie dort wahrgenommen und wie hat Sie das beeinflusst? NELJAC war ein Dialekt von Algol 58. Und er wurde benutzt und implementiert in einem Labor der US Navy irgendwo in Arizona. War das nicht San Diego? Aber egal. Nein, ich habe den Namen vergessen. Irgendwo in der Wüste in Arizona. Weil es halt, das N steht ja für Navy. Navy Electronic Laboratory. Ja. Also die Navy macht es in Arizona. Okay, gut. Ja, also, ja. Und Haske hatte Kontakte mit diesen Leuten und hat das importiert. Und mehr oder weniger per Zufall habe ich im Mathematikgebäude drüben, im Keller, in einem kleinen Zimmer, habe ich eine Gruppe von Doktoranden gefunden, zwei, drei Leute, die sich eben mit diesem NELJAC beschäftigten. Und die haben ein großes Programm bearbeitet, den Compiler von NELJAC. Und den habe ich dann auch lesen können. Und das war ein furchtbares Durcheinander. Also wirklich ein sehr schwierig zu verstehendes, unstrukturiertes Programm. Und ich habe dann gedacht als Doktorand, vielleicht wäre das ein lohnendes Gebiet, um etwas Struktur, mathematische Klarheit einzubringen in dieses noch absolut am Anfang stehende Gebiet des Compilers. Also rückblickend, ja, genau aus heutiger Sicht würde man sagen, Sie haben entdeckt, dass es im Compilerbau was zu machen gibt, dass da eine Wissenschaft dahinter steckt, Methoden dahinter steckt. Dass die Wissenschaft eingeführt werden soll, um zu helfen. Ja. Ja. Das war Ihre Erkenntnis und daraus wurde ja dann Ihre Doktorarbeit auch. Ja. Ja. Ja, das stimmt. Und das Produkt war dann auch Euler, kann man das so sagen? Ja. Der Compiler und die Sprache. Also das erste größere Programm, das Sie geschrieben haben, war ein Compiler für einen Subset, Untermenge von Algol 60. Algol ist ja da gerade aufgekommen, das war im Jahr 1960. Und dann habe ich einen Professor aus Amsterdam kennengelernt, der dort ein Sabbatical verbrachte, Art von Weingarten. Und mit dem hatte ich zahlreiche Gespräche geführt und er hatte manche originelle Ideen und die habe ich dann aufgenommen und implementiert. Ja. Allerdings war das eine Sprache, auch sehr theorieorientiert und nicht sehr praxisorientiert. Mhm. Aber ich habe das implementiert und erklärt, das wurde meine Dissertation. Generalized Algol hat das geheißen. Gut, also Algol und aber NELJAC nochmal. Was haben Sie bei NELJAC gelernt? Also ich war ja fasziniert, als ich gelesen habe, NELJAC hatte schon ein Konzept, was so verrückt klingt, der Compiler in seiner eigenen Sprache. Ja, das also, hat mich besonders fasziniert. Ja, das ist ja auch eine verrückte Idee. Was haben Sie sich dabei gedacht oder warum hat Sie das so fasziniert und was haben Sie damit gemacht? Das taucht ja in Ihren späteren Programmiersprachen immer wieder auf. Das haben Sie ja benutzt. Das ja, klar. Sie. Ja, das hat mich eben, ich habe erkannt, dass das eine großartige Idee war, dass man, wenn man eine Computerprogrammiersprache zur Verfügung hat und sie entwickelt, dass man dann zuallererst den eigenen Compiler damit beschreiben können sollte. Und das hat wahnsinnige Vorteile, nicht? Ich nenne jetzt das Prinzip des
des Bootstrapping. Bootstrapping. Ja. Also, was man zuerst einen kleinen Teil der Sprache implementiert und dann die weiteren Teile nacheinander hinzufügt und immer den Compiler wachsen lässt. Das ist sehr innovativ. Ja, jetzt das Stichwort innovativ. Also Bootstrapping haben Sie damals gesehen und aufgegriffen und benutzt. Wenn ich jetzt schon in Gedanken bei Pascal und weiter bin, dann haben Sie da dort auch einige innovative Dinge drin, die ich dann noch wahrgenommen habe. So etwas wie die EBNF-Grammatik zum Beispiel. Ja. Stammt das von Ihnen oder wo haben Sie das jetzt her oder adaptiert oder gelernt? Ja, auch die Syntaxdiagramme. So einfach das im Rückblick aussieht, das ist ja viel einfacher als diese Grammatik, die kontextfreie, die noch Algol hatte. Wie kam es zum Beispiel dazu? Ja, also Algol 60 war ja eigentlich die erste Sprache, die so beschrieben wurde. Mit BNF, Backus-Naur-Form. Und ich habe dann diese Backus-Naur-Form etwas erweitert, eben Extended Backus-Naur-Form mit Repetition und Option, zwei ganz kleine Erweiterungen. EBNF kann ja selber mit BNF beschrieben werden in ein paar wenigen Zeilen. Aber jetzt sagen Sie kleine Erweiterung. Aber es war doch innovativ, also es war doch dann viel einfacher zu benutzen. Ja, ja. Also wenn ich Vorlesungen mache, mache ich natürlich die Syntaxdiagramme als Diagrammform von EBNF. Jawohl. Also die Erweiterung ist klein im Sinn, dass die Syntax von EBNF... Aber der Nutzen ist groß. Der Nutzen ist groß, ja. Und genauso weitere Innovationen, die später bei Ihnen auftauchen. Und da habe ich mich auch immer gefragt, stammt das von Ihnen? Haben Sie es adaptiert? Kommt das irgendwo anders her? Ist ja die virtuelle Maschine oder der P-Code später bei Pascal. Also dass man eben nicht kompiliert für eine Zielmaschine, eine Hardware-Maschine, sondern eine virtuelle Maschine. War das ein bekanntes Konzept schon oder wie? Eigentlich kein bekanntes Konzept. Die erste Sprache, die ich so implementiert hatte, war Euler. Ja. Und da genügte ein sehr einfacher virtueller Computer, den man leicht beschreiben konnte mit Euler selber oder mit Algol. Ich weiß nicht, die Idee war eigentlich so naheliegend, dass ich mich gar nicht gefragt habe, ob ich das erfunden hätte. Ja, aber das sagt man ja auch von dem Stack, auch eine naheliegende Idee. Ja. Viele Leute haben den gleichzeitig erfunden und so, aber trotzdem, also das war, aber Sie würden schon sagen, Sie haben das erfunden, miterfunden oder? Ja, es ist einfach gekommen, in den Kopf geflogen. Ja. Ja. Aber das war doch nachher wirklich entscheidend. Das war doch für den Erfolg von Pascal und anderen Sprachen entscheidend. Portierbarkeit. Es war für die Verbreitung von Pascal entscheidend. Ja. Aber die ersten Pascal- und Algol-W-Compiler, die waren noch konventionell. Ja, ja. Programme, ja, ich sage ja später, für die Verbreitung war es ja entscheidend. Ja, ja. Diese Sache. Ja, also jetzt sind wir ja bei Programmiersprachen, den Innovationen ihrer Doktorarbeit, das Resultat Euler, wo Sie also Algol verbessert haben. Sie haben schon Van Weingarten erwähnt. Da kommen wir jetzt ja zu dieser IFIP-Gruppe. Und Sie sind ja dann auch, nachdem Sie in Berkeley fertig wurden, direkt nach Stanford gegangen. Das ist ja auch überraschend. Also ein Traum fast. Ja. Also immer, wenn ich in Berkeley war, bin ich natürlich auch als Besucher nach Stanford. Aber dass man eine Stelle in Berkeley hat und dann nahtlos nach Stanford kommt, das ist ja... Das ist ein Glücksfall. Unglaublich. Also wie ist Ihnen das passiert? Ja, an einem schönen Nachmittag bin ich im oberen Stock dieses Mathematikgebäudes meinem Professor Haske begegnet. Und in seiner Begleitung war ein großer, hagerer Mann. Und dann ist Haske auf mich zugekommen und hat gesagt, Niklas, I would like to introduce you to Professor George Forsyth.
He is the head of the computer science division at Stanford University. And he is looking for young people to teach computer science. Der bekannte Forsythe war das, ja? Ja, das war direkt Forsythe, mein nachmaliger Chef. Und da habe ich mich dann nicht sehr lange besonnen und habe das angenommen. Und das sind mit Familie, Sie hatten vielleicht Kinder schon, nach Stanford gezogen? Nein, ich war noch war verheiratet, aber die Kinder, die kamen dann in Stanford, Hospital zur Welt, die zwei. Und sind Sie da dann auch in der Nähe, haben Sie da gewohnt, sind Sie da mit dem Velo gefahren? Stanford kommt immer so vor. Nein, da bin ich schon zum Autobesitzer promoviert, ja. Aber es war nicht so weit. In Los Altos haben wir gewohnt, zuerst das Jahr in einem kleinen Gartenhäuschen. Und dann habe ich ein Haus gekauft. $20,000. Ja, heute kriegt man gar keinen Parkplatz in Stanford. Ja. Also das ist also eine andere Geschichte. Also Stanford, da waren Sie dann promoviert, da waren Sie Assistenzprofessor. Und dann kam eben jetzt die IFIP Working Group und Van Weingarten haben Sie erwähnt. Also Sie waren dann Spezialist für Algol, für Programmiersprachen. Ja. Und sind in diese Working Group aufgenommen worden. Das müssen Sie uns noch erzählen, was die Aufgabe dieser Gruppe war. Dort haben Sie auch eine Reihe anderer, später sehr berühmter Personen kennengelernt. Was war das für eine Arbeitsgruppe und wer war da dabei und was haben Sie dort getan in dieser Arbeitsgruppe? Ja, das ist etwas schwierig zu erzählen. Es waren vielleicht maximal 40 Leute aus allen Ländern. Und es war auch nicht ganz klar, was die Aufgabe war. Ich hatte immer gedacht, ein Nachfolger von Algol 60. Das dachte ich auch, ja. Ja, und so habe ich es immer aufgefasst und auch implementiert. Aber manche Leute waren da nicht so darauf eingespurt. Die haben das mehr als Club benutzt, um sich zu treffen, oder was war? Ja, nein, es waren zahlreiche Treffen. Ich bin dadurch ein Vielflieger geworden. Im Chat-Zeitalter nach Europa, oder wo sind Sie da immer hingeflogen? Ja, ja. Von Kalifornien. Haben Sie das gerne gemacht? Nein. Oder? Nein, das habe ich nicht sehr gerne, also das Reisen nicht sehr. Es war natürlich ein sehr interessanter Kontakt. Und vor allem bin ich dort bekannt geworden mit Edgar Dijkstra, der damals noch in Holland war, und mit Tony Hoare, damals in Belfast, später Oxford-Professor. Und vor allem diese beiden Kontakte haben mir sehr Diese beiden Personen interessieren mich besonders. Und zwar aus folgendem Grund. Erstens haben die auch sehr viel Interessantes gemacht in der Informatik. Und zweitens sind sie ja ihrer Altersgruppe. Also Tony Hoare ist im gleichen Jahr geboren wie Sie, Dijkstra ein bisschen älter. Und was mich jetzt wirklich interessiert ist, beide haben ja angefangen fast mit einer Ingenieurstätigkeit. Die haben Also Dijkstra hat einen Algol-Compiler gemacht. Tony Hoare hat ja auch programmiert, ist auch zu Algol gekommen. Hat auch einen Compiler. Ich glaube sogar, seine Frau hat er dort kennengelernt, die Jill. Auch Dijkstra hat er seine Frau kennengelernt auf diese Art. Und beide in ihrer Altersgruppe jetzt und haben praktische Dinge gemacht anfangs. Beide sind aber nachher bekannt geworden durch theoretische Arbeiten. Also Hoare durch seine Beweistrippel. Und Dijkstra durch vieles andere auch, aber Dijkstra dann durch also Stepwise Refinement, aber auch durch also diese Predicate Transformer. Und das sind ja theoretische Dinge, die sehr interessant sind, aber die irgendwie auch limitiert sind. Und da wäre meine Frage, wie sind Sie denn jetzt auch auf persönliche Art mit diesen Leuten, mit diesen beiden, so gut zurechtgekommen? Ich nehme es jedenfalls an. Es gab ja private Besuche, Sie haben auf Summer School sich immer wieder getroffen, in der IFIP Working Group, obwohl doch eigentlich der Spirit unterschiedlich war. Sie waren Ingenieur, blieben Ingenieur eigentlich, das Pragmatische. Und die beiden haben damit angefangen, sind aber dann ja eher in die Theorie. War das trotzdem ein sehr freundschaftliches Verhältnis? War das ein spannungsgeladenes Verhältnis? War das interessant? Wie sind Sie mit diesen beiden
Gleiche Altersgruppe, ähnlich angefangen, aber doch ganz unterschiedliche Charaktere. Also Dijkstra ist ja nicht mit jedem zurechtgekommen. Und wie war Ihr Verhältnis da? Eigentlich etwas schwierig zu beschreiben. Natürlich habe ich mich als Ingenieur empfunden, während die beiden doch eher die Herren Professoren waren auf dem theoretischen Gebiet. Aber wir haben uns einfach gut verstanden. Wir haben uns auch etliche Male getroffen an Konferenzen, nachher durch Hausbesuche. Und wir haben uns alle drei eigentlich gegenseitig anerkannt auf unsere Weise. Und ich habe auch ziemlich viel Korrespondenz ausgetauscht. Und ich habe natürlich profitiert. Dinge, die in meine Programmiersprachen eingeflossen sind, stammten oft aus Bemerkungen von Dijkstra oder Hoare oder dieser Working Group. Der Programmiersprachendesigner ist ja eigentlich einer, der Ideen sammelt und in ein Ganzes einzugießen versteht. Und das war meine Rolle. Und natürlich dann das Implementieren. Ich war der Ingenieur, der Programmierer. Ich habe viele dieser Compiler, vor allem der späteren, ja, selber programmiert bei Algol. Bei Pascal war es noch eine Arbeitsgruppe hier an der ETH. Damals war das noch eine Riesenaufgabe. Man war noch nicht so weit im Wissen über Compilerbau, auch in den Werkzeugen. Aber später habe ich das eigentlich ganz selber gemacht. Ja, zu später kommen wir gleich. Vielleicht gerade noch zum Abschluss dieses Teils. Also Dijkstra und Hoare. Also Sie haben durchaus profitiert, würden Sie sagen, von dieser Zusammenarbeit mit den beiden. Ja. Das ist ja interessant. Und Sie haben Dijkstra ja auch gegen Ende seines Lebens dann noch besucht in Amsterdam. Ja? In Amsterdam nicht mehr. Nicht mehr. Das letzte Mal habe ich noch in Texas getroffen. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Ja. Also sehr interessante Persönlichkeiten. Ich habe sie immer so als Trio wahrgenommen. Es gibt auch Fotos, wo sie auf den Workshops so Niklaus Wirth und Hoare und Dijkstra. Und da wird man schon ehrfürchtig. Ich denke, das ist der Zeitpunkt, um eine Pause zu machen vom ersten Teil. Jetzt haben wir über Stanford gesprochen, die IFIP-Gruppe. Und dann kommen wir im zweiten Teil wirklich zu Zürich und Pascal und was sie da gemacht haben. Ja. Also, besten Dank erstmal für den ersten Teil unseres Gesprächs. Bitte schön, ich danke auch.